Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir mussten nicht leveln. Wir haben direkt wieder eine neue Quest hier oben. Das finde ich sehr Assassine, man neu. braucht euch in der Freistadt. Ja, weil früher musste ich nämlich immer mal zwischendurch leveln. Anscheinend haben sie das geändert. Irgendwas geht da in der Freistadt vor sich. Dieser alte Kauz, der Sprecher, hat ausdrücklich nach euch gefragt. Dieser alte Kauz. Habt ihr eine Ahnung, was hier vor sich geht, Kratzda? Ihr habt den schwarzen Drachen getötet, oder? Meine Vermutung? Es wird Zeit, den Primas von Akatosh zu ermorden. Wie kommt ihr darauf? Alle machen sich bereit für die Schlacht. Selbst Astara hat die Freistadt verlassen. Nur Sprecher Terenus ist noch da und er hat darum gebeten, dass ich euch zu ihm schicke, sobald ich euch treffe. Lasst den Sprecher lieber nicht warten. Ich werde schauen, was Sprecher Terenus will. Ja, ich denke, es wird jetzt wirklich das Füllen der Leere. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich der letzte große Schlag, den wir machen werden. Und ich bin mal gespannt, wie es endet. Da ich nicht genau weiß, ob man das Ergebnis beeinflussen kann. Ich meine, ich weiß ja, wie es für mich ein paar Mal geendet ist und das war quasi immer gleich. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Die Schwarze Hand hat die Lage untersucht und wir haben eine Strategie entwickelt, um mit dem Orden der Stunde fertig zu werden. Wir werden als Erste zuschlagen. Wir greifen aus den Schatten an und dünnen seine Reihen aus, während ihr unseren wahren Feind sucht. Primas Artorius. Was soll ich tun, sobald ich an Artorius herangekommen bin? Ich will, dass ihr Artorius tötet und die Leere mit seinem Blut füllt. Lasst den Orden erfahren, was es heißt, die dunkle Bruderschaft herauszufordern. Zeigt ihnen, was geschieht, wenn man Jagd auf die Jäger macht. Doch um an Artorius heranzukommen, braucht es all unsere Brüder und Schwestern. Uns alle? Artorius ist doch nur ein Mann. Ein Mann, der sich hinter dicken Mauern und einer kleinen Armee versteckt. Wir haben Tanik nach Quatsch geschickt, um einen Weg zu finden, die Verteidigung der Kathedrale zu durchbrechen. Astara und der Rest eurer Brüder wird euch nachfolgen. Holt euch Artorius und tötet gut, Assassine. Artorius wird sterben. Trefft Tanik in Quatsch. Er sollte reichlich Zeit gehabt haben, einen Weg vorbei an Artorius' Verteidigung zu finden, damit ihr in die Kathedrale gelangen könnt. Andere Mitglieder eurer Familie werden sich euch anschließen, sobald der Weg frei ist. Warum hat sich Artorius entschlossen, gegen die Bruderschaft vorzugehen? Wie so viele, deren Macht höchste Sphären erreicht, wird es immer heikler, sich dort zu halten. Da Artorius selbst einst die Bruderschaft benutzte, um zur Spitze aufzusteigen, macht er sich vermutlich Sorgen, dass jemand anderes genauso handeln könnte, um ihm Einhalt zu gebieten. Er entschied sich, als Erster zuzuschlagen. Artorius hat tatsächlich das schwarze Sakrament vollzogen? Überrascht euch das? Personen unterschiedlichsten Standes nutzen die Dienste, die wir anbieten. Adlige, Priester, Gemeine. Für die Mutter der Nacht macht all das keinen Unterschied. Artorius wollte Primas werden. Er hat uns gebeten, seinen Vorgänger zu beseitigen, und wir klärten uns dazu bereit. Wie sollen wir gegen den Orden der Stunde ankommen? Sie sind eine Armee. Und wir sind ein Trupp einsamer Assassinen. Ich sage, sollen sie doch kommen. Lasst sie durch unsere leeren Hallen marschieren, während die Schatten sie mehr und mehr bedrängen. Wir sind diese Schatten, und wir machen sie einen nach dem anderen nieder. Wenn die Nacht für den Orden hereinbricht, wird er es nie wieder bis ins Tageslicht schaffen. Wo ist Astara? Ich hatte erwartet, dass sie mir diese Befehle erteilt. Diese Befehle kommen von der Schwarzen Hand. Außerdem hat eure Matrone eine andere Aufgabe. Sie führt eure Brüder auf einer Jagd, um dem Orden Fallen zu stellen und seine Reihen zu lichten. Sie werden an eurer Seite sein, wenn ihr sie am dringendsten braucht. Und dann wird der Primas sterben. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Quatsch wieder.
So, wo ist Tanik? Der ist einmal hier durch. Und hinter der Kathedrale rechts. Ah, ich glaube, das war hier durch, oder? Ja. Wenn ich vorher von dieser Knochenarbeit gewusst hätte, hätte ich mich der Bruderschaft nie angeschlossen. Immerhin habe ich einen Eingang in die Kathedrale von Akatosh gefunden, der nicht fest verschlossen ist. Ich musste mich nur durch einiges an Dreck wühlen. Im Ernst, das war eine richtige Buddelei. Wo ist dieser bemerkenswerte Eingang, den ihr ausgebuddelt habt? Im Innern des Mausoleums. Als man vor ein paar Jahren die Katakomben unter der Kathedrale erweiterte, brach der Boden dieser Krypta ein. Falls ihr zimperlich seid, dann macht euch keine Sorgen. Jemand war so freundlich, die Toten umzubetten. Es war nicht besonders schwierig, das Loch auszuweiten. Klingt, als hättet ihr mal richtig mit anpacken müssen. Richtig anpacken? Richtig graben trifft es wohl eher. Ich musste zwar ein wenig Schutt aus dem Weg räumen, aber jetzt gibt es einen Gang, der groß genug ist, dass man sich hier durchzwängen kann. Dann ist das unser Weg hinein, schätze ich mal. Und natürlich hat sie mal wieder kein Wort des Dankes übrig, wie immer. Okay, wie immer ist übertrieben, aber halt sehr oft. So, mal schauen. Hier werden doch ganz viele Gegner auf mich warten, die ich eben nicht alle umlaufen kann. Ja, ist ja gut. Hilde? Hildegard! Bei allem Wo ist Hilde? Postmarsch. Mit Fell ist sie echt flink. Ach, sie ist oben. Okay, ich dachte schon. Die konnte ich ja jetzt nicht hier zurücklassen. Oh. Hildegard! Wo seid ihr nur? Au! Das tut weh! Mhm. Ich kümmere mich um die Kleinen. Bleibt nicht auf den Metallgittern stehen. Ja, ja. Ich weiß noch ganz genau, dass ich da tierische Probleme mit hatte. Das erste Mal, als ich gegen den gekämpft hatte. Hallo, nimm doch mal die Heilung an. Danke, Chor. Kann man das mitnehmen? Das war heftig. Schön, dass ihr so rechtzeitig aufgetaucht seid. Ja, ebenfalls. Musstet ihr wieder anhalten und euch ausruhen? Ich ruhe nie, wenn es noch Ärger gibt. Doch das große Monster ist erledigt. Also mache ich jetzt Pause. Tja, haut er einfach ab. Das sind, glaube ich, die Eier von denen, oder? Diese glänzenden Dinger. Ihr sagtet, einer der Piraten hätte einen Werwolf gesehen. Was macht eine solche Bestie hier unten? Ich brauche Heilung! Die wird von mir beschützt. Astara, Assassine. Hier entlang. Vielleicht kommen wir durch dieses Tor. Ist es verschlossen wie das letzte? Ich hätte ein Brecheisen mitbringen sollen. Ja, es ist fest verschlossen. Hier kommen wir nicht durch. Artorius will wirklich keine Gesellschaft, was? Wartet, da kommt wer. Wir werden euch finden, Assassine. Okay. Ich wollte ja sowieso gerade runtergehen, aber... Wer von euch Fanatikern als erster zupft, kriegt einen Pfeil ins Auge. Ach, sie ist auch hier? Töte diese kranken Mörder. Über uns! Hallo? Honig. Ihr habt euch zum letzten Mal eingemischt, Mörder. Das gibt Ärger, Assassine. Wappnet euch für einen echten Kampf. Ja, wenn ihr mal runterkommen würdet. Jetzt ist Schluss. Genug, ich kümmere mich selbst um euch. Ja, die anderen können es ja nicht. Das ist ja auch noch in Rage hier. Hallo? Ich
Ich hätte mich schon um diese Eiferer gekümmert. Mhm. Aber danke für die Hilfe. Ja, ebenfalls. Moment, wir sind jetzt aber von da gekommen, dann müssen wir hier rum. Ich habe wohl den ganzen Spaß verpasst. Ich glaube, ich habe etwas gehört. Assassine, die Kathedrale sollte direkt vor uns. Wenn ihr Artorius erreicht, stehe ich hinter euch. Okay. Gut. Wer hat was gehört? Die Gegner, oder was? Auswärts! Sie war jetzt nicht hier, ne? Ich habe nur keine Ahnung, wer mir jetzt gerade... Wer gerade in den Katakomben? Führt mich hin! Hallo, bleibt ihr mal hier? Bin hier. Außenrum! Noch wer? Bei der Macht von Sithis, ich habe die Kraft. Oder war das anders? So, einmal durch. Mein Lieblingsort. Mein Lieblingsort. Ich hoffe, das schaffe ich alles ohne Barfoot. Und hier sind nun endlich die Assassinen. Zeit zum Sterben. Ach, jetzt geht das wieder los. Zeit ist meine Domäne, Mörderin. Leute, wie viel noch? Umgehen! Die Zeit arbeitet für mich, Assassinen! Also der Clou bei dem ist, dass der immer die Zeit drumherum einfriert und damit auch eure Freunde. Ich wollte mich eigentlich nicht heilen. Und, boah, es ist so nervig. Wo ist er denn? Assassine, trefft ins Ziel! Ich werde euresgleichen nicht um Gnade anflehen. Sehr schön. In die Leere mit euch, Artorius. Möge der Schreckensvater euch so willkommen heißen, wie ihr es verdient habt. Hebt die Häupter, Brüder und Schwestern. Wir sind die dunkle Bruderschaft. Und jetzt zurück in die Freistadt, meine Assassinen. Wir haben unseren Freunden zu gedenken und einen Sieg zu feiern. Ja. Ich muss zugeben, das ging wesentlich besser, als es beim letzten Mal ging. Und ich muss zugeben, dass ich davon gerne kurz ein Bild machen würde, weil das gerade so schön aussieht hier. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. So. Ja, dann würde ich sagen, dass ich mich jetzt auf Zurück zur Freistadt mache. Ich habe jetzt aber keine Lust, hier den ganzen Weg rauszulaufen. Ist hier noch irgendein Buch, was ich einsammeln kann? Weil dann würde ich kurz rausporten. Das geht nämlich schneller. Buch sehe ich jetzt nicht. Oder irgendwas anderes zu lesen. Nö. Okay, würde ich sagen, ich porte mal eben schnell hier raus. Und wir sehen uns in der Freistadt wieder. So. Der Sprecher steht da, wo Astara normalerweise steht. Das ist schön. Beziehungsweise ein bisschen versetzt. Das ist schön, dann wissen wir wenigstens, wie wir da hinkommen. Willkommen daheim, Assassine. Ich weiß, was geschehen ist, aber ich möchte es aus eurem Mund hören. Sagt die Worte und sprecht sie laut aus. Primas Artorius ist tot. Dann wurde der Bestie der Kopf abgeschlagen. Gute Arbeit, Assassine. Wir werden an Graf Carolus und den Orden der Stunde herantreten, um dafür zu sorgen, dass dieser widersinnige Krieg nun ein Ende findet. Gibt es noch etwas, das wir tun müssen, Sprecher? Bezüglich Artorius und des schwarzen Drachen? Nein, diese Bedrohung ist vorüber. Aber da gibt es noch eine Sache. Trete zurück, Assassine. Und macht euch bereit.
Wir erhalten die Robe der schwarzen Hand. Wer nicht weiß, was das ist die Robe, die er jetzt gerade trägt. Dann erhalten wir noch eine Waffe von Sitis Berührung und einen Fertigkeitspunkt. Liebste Mutter, schaut auf euer Kind und lächelt. Denn die Unwürdigen wurden in Blut und Furcht geläutert. Ihr Herz erstrahlt in der Farbe der Nacht. Ihr Lied singt in der Musik des Lebens. Ihr Blick bringt Furcht und ihre Hände schenken den Tod. Der Schreckensvater wirkt durch sie und ihr Werk hat erst begonnen. Tretet vor, treue Schwester. Tretet vor, meine Schweigende. Heil, Sitis! Da gehen die einfach alle wieder. Ach nee, die verstreuen sich nur. Ich wollte gerade schon sagen. Ja, ich denke mal, reden können wir auch nochmal mit denen. Ihr seid jetzt eine Schweigende. Ein geehrtes Mitglied unserer Familie. Ich erwarte, dass ihr die Lehre des Schreckensvaters mit vielen, vielen Seelen füllt. Zieht aus, Schweigende. Und möge eure Klinge stets scharf bleiben. Mir fällt übrigens jetzt das erste Mal tatsächlich auf, dass das die gleiche Stimme ist wie von meinem Lieblingsvampir hier im Spiel. So eine Frechheit. Es scheint fast, als wärt ihr als Schweigende öfter hier als Assassine. Es tut gut, euch wiederzusehen, meine Freundin. Ich bin froh, dass Artorius tot ist. Macht mich das zu einem schlechteren Menschen? Er hat uns Mirabelle und Simba und all die anderen weggenommen. Schlussendlich ist er an ihrem Tod schuld. Ich bin froh, dass ich da war und mit ansehen durfte, wie ihr ihm ein Ende gemacht habt, Schweigende. Ich freue mich schon darauf, wieder mit euch zu arbeiten, Schweigende. Vielleicht können wir uns bald mal ein Gemetzel teilen. Ihr habt den Rang einer Schweigenden schneller erreicht als jede andere, die ich kenne. Nicht schlecht für eine Neuklinge, die noch feucht hinter den Ohren ist. Ja, vor allen Dingen für eine, wo er nicht von erwartet hat, dass sie überhaupt den ersten Tag überlebt. Fort mit euch, Schweigende. Wenn die Initianten euch mit mir plaudern sehen, fangen sie am Ende auch noch damit an. Okay, ich gehe da mal. Wie sicher ihr das Messer ins Ziel geführt habt. Das war wirklich fantastisch, Schweigende. Artorius hat ein angemessenes Maß an Furcht, Wut und Schmerz durchlebt, kurz bevor ihr ihn zum Schweigen gebracht habt. Gute Arbeit! Ja, sonst ist niemand mehr hier, mit dem ich reden kann. Dann würde ich sagen, mit diesen wunderschönen Bildern hier sind wir heute mal ein bisschen früher dran, weil die Folge gar nicht so lange war wie erwartet. Allerdings muss ich auch zugeben, es ging alles auch viel besser und viel schneller, als ich erwartet hatte. Was vermutlich daran liegt, dass ich damals, wo ich das gemacht hatte, beim ersten Mal jetzt, ich glaube, ich hatte noch nicht mal 160 erreicht. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Zum einen, dass ich war noch nicht so hoch gelevelt mit dem anderen Char und zum anderen muss ich dazu sagen, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Ich hatte auch gar keine richtige Rüstung an. Ich glaube, ich habe noch nicht mal Sets getragen zu dem Zeitpunkt. Dementsprechend ist es jetzt etwas schneller gegangen als erwartet. Aber das ist nicht schlimm. Ja, damit ist dann auch die Geschichte der dunklen Bruderschaft in Anführungszeichen beendet. Natürlich nicht die der dunklen Bruderschaft, aber die, die wir miterleben dürfen. Und wenn ihr natürlich an diesem Punkt seid, könnt ihr weiterhin die Kontrakte erfüllen und natürlich auch das Ganze leveln, sodass ihr die Bruderschaft hochleveln könnt. Es sind sehr schöne Passiva dabei, muss ich sagen, gerade wer viel tötet und mordet. Ansonsten werde ich schauen, dass wir dann in der nächsten Folge mit der, ich sage jetzt mal, zweiten Hauptquest hier anfangen. Und da die Goldküste sowieso nicht so viele Quests hat und ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher bin, ob die alle zur Hauptquest gehören. Also mindestens eine fällt mir auf jeden Fall ein, die nicht zur Hauptquest gehört. Aber ich werde versuchen, die alle zu finden und auch alle noch durchzumachen, weil das doch relativ schnell geht. Und ja, also mit anderen Worten, wir werden uns noch ein bisschen in diesem Gebiet aufhalten. Bis zur nächsten Folge. Ciao! V
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.